Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Um unser Ziel zu erreichen, haben wir uns diese vier Schwerpunkte gesetzt. Transparenz ist für die Sparkasse Bremen ein sehr wichtiges Thema. Deshalb machen wir unser Handeln nachvollziehbar. Zum einen mit unseren wunderbaren Nachhaltigkeitsseiten auf unserer Homepage. Dort findet man sehr viele Informationen zu unseren vier Schwerpunktthemen. Und zum anderen, wer etwas tiefer in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen möchte, dem empfehlen wir unseren Nachhaltigkeitsbericht. Dort beschreiben wir, wie wir das Thema Nachhaltigkeit in die Sparkasse Bremen integrieren, für die Region Bremen und die Bremer Bürgerinnen und Bürger. Ein schönes Beispiel zum Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit ist der Bremer Bürgerpark. Der Bürgerpark Bremen, ein einmalig schöner Ort im Herzen unserer Stadt. Besonders einmalig macht ihn vor allem seine Gründungsgeschichte. Er entstand durch die Bürger selbst. Und übrigens sorgen die Bremerinnen und Bremer bis heute für seinen Erhalt und seine Pflege. Auch die Sparkasse Bremen unterstützt den Bürgerpark seit vielen Jahrzehnten. Denn auch wir als Sparkasse sind eine echte Bürgerinitiative. Gegründet 1825 durch Bremer Bürger. Die Gemeinwohlorientierung ist von Anfang an ein fester Bestandteil unserer Satzung. Bei einem Rundgang durch die Stadt wird transparent und deutlich, wie gemeinsam mit Partnern viel Gutes wachsen kann. In Kunst- und Kulturprojekten, bei der Sportförderung, der Unterstützung von Bildung und Wissenschaft und in Umwelt- und sozialen Initiativen. Viele hundert Male im Jahr wird unser Förderantrag online heruntergeladen. Gemeinsam mit den Förderkriterien ist dieser transparent auf der Website eingestellt. Zu denen zählt selbstverständlich auch eine nachhaltige Wirkung auf die Lebensqualität in unserer Hansestadt, so wie hier im sonnigen Bremer Bürgerpark. Weil es um mehr als Geld geht. Die Sparkasse Bremen.